Joho, Minecraft-Freunde. Joho, Minecraft-Freunde. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Hostel. Oder auch Super Hostile. Je nachdem, wie man das nennen möchte. Ja, die Amerikaner und die Engländer sprechen das wohl unterschiedlich aus. Da gab es eine kleine Diskussion. Wir sind hier in den Arcane Ruins, haben gerade geschlafen. Wobei das nicht ganz so stimmt. Ich habe nämlich, nachdem ich dann eine Aufnahmepause gemacht habe und etwas gelernt habe, eine Freundin gefragt, was sie denn von dieser Map hält. Und sie hat gesagt, wow, das ist ja cool. Ich spiele doch auch gerne Minecraft. Ich möchte mir das mal angucken, hat sich die Map gedownloadet und 5 Stunden später hat sie geschrien, oh mein Gott, ist das schwer? Oh mein Gott, ist ja furchtbar, wer kommt denn auf sowas Beklopptes und warum und was soll das und wir können uns theoretisch auch Eigenmusik hier machen. Naja, das Problem war dann letzten Endes, dass sie gemeint hätte, ich könnte in meinem Let's Play halt hier an Probleme stoßen. Und es wäre ja doof, wenn ich mir dann irgendwelche Items cheaten würde. Deswegen hat sie die Map ein bisschen modifiziert. Ich habe ihr die Map geschickt und sie hat gesagt, sie hat ein paar Spawner weggehauen an Stellen, die blöd sind am Anfang. Die Rest muss ich alleine schaffen bei den späteren Dungeons. Und sie hat mir eine geheime Kiste hingestellt, die ich benutzen darf, wenn ich unbedingt will oder wenn ich Probleme kriege. So, jetzt bin ich hier wahllos im Kreis rumgelaufen. Ich könnte hier auch den meine kostbare Erde. Naja, gut, wir haben hier recht viel davon. Ich hoffe, sie hat mir jetzt nicht irgendwie was, dass mir was im Inventar fehlt oder so. Das muss ich mir erst nochmal genau... Hopp. Und hopp. Kein Monster? Nein. Hier ist auch so dunkel. Da habe ich doch ein kleines bisschen Angst. Ich kann nicht spawnen. Das Lichtlevel ist zu hoch, aber ich tue mal eine Fackel hier hin. So, ich habe mir meine Parts ja beim Schneiden jetzt in Premiere gerade eben nochmal angesehen. Die rendern gerade im Hintergrund. Vielleicht haben wir deswegen so ein bisschen weniger Framerate. Es bricht zwischendrin mal so auf 29 ein. Das ist hoffentlich nicht so schlimm. Ich habe übersehen dort, wo wir die Monster gejagt haben. Da war für mich ein paar interessante Stellen, die ich hätte mal abgrasen können. Dafür brauchen wir aber bessere Vorbereitung. Ich sollte mal alles hier lassen, was wertvoll ist. Denn wenn es wirklich so schwer ist, wie sie gesagt hat, dann wird das noch echt lustig. Ich hätte mir die Gold-Items vielleicht aufheben sollen, aber vielleicht finden wir ja schon bald Eisen. Eisen ist gut, ich mag Eisen. Solange es noch hell ist, ein bisschen ja, Kohle nehmen wir nur die Hälfte mit. Dann haben wir sowieso nur einen Stock. Ja, vom Holz, da können wir uns jetzt eigentlich mal hier ganz schöne kleine Stöckchen machen. Und dann auch gleich Kohle. Wie war das noch mit dem, zack, so. Wow, jetzt haben wir ganz viele Fackeln. Da können wir dann wieder hier ein paar Stöcker auf den Boden schmeißen, weil wir es können. Und dann, Leitern und Fackeln weg. Ich hoffe, das reicht. Bisschen Brot, ja, Gammelfleisch. Ich hoffe nicht, dass wir das brauchen werden. Apfel. I just have our apple, is this nicht schön? Ich glaube, wir brauchen da nur Steine. Spritziger, sofortiger Gesundheitstrank ist wahrscheinlich ziemlich schlau. Schild der Verbrennung, Grad 1 Rückstoß. Werde ich jetzt wohl effektiv benutzen? Ich habe Angst. Wenn sie schon sagt, es wird so schlimm, dann will ich gar nicht wissen. Oh Gott. Ich habe echt so ein kleines bisschen. Bisschen Muffensausen. Sollte ich ein paar Tränke mehr mitnehmen? Ich gucke mal in die Kiste, die sie mir hingestellt hat. Die muss ich nur finden. Sie hat gesagt, sie ist gar nicht so weit weg an der Oberfläche. Na, 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 rennen! Moment, ich hatte doch ein Minecart hier. Wir fahren jetzt mit dem Minecart nach oben. Hallöchen, was willst du denn? Und Jibba! Arriba! Ich habe gemeint, ich hätte gerade ein Monster gehört. Habe ich mir das eingebildet? Ist überhaupt sehr leise, ne? Minecraft ist sehr leise. Ja, das ist kein Wunder, dass das sehr leise ist. Wir stellen das mal volle Pulle. Schwierigkeitsgrad einfach, ist alles okay. Hopp, raus hier. So. Ah, jetzt mache ich auch wieder Schrittgeräusche. Ich bin schon gewundert. So, ich habe vorhin auch gleich nochmal den Shader-Mod. Das ist ja der Schatten-Mod. Den findet ihr ja in den Video, in der Videobeschreibung. Wollte da gerade reinrennen oder was? In der Videobeschreibung findet ihr ja diesen Shader-Mod. Und, dann habe ich noch ein bisschen eingestellt. Die Einstellung dazu werde ich auf meinem Blog wohl posten. Das sieht dann ein bisschen besser aus. Ich habe jetzt mal ausnahmsweise den Himmel angelassen. Allerdings bilden sich meistens hässliche Schatten am Himmel. Aber das ist jetzt hier nicht so extrem schlimm. Ich habe so ein bisschen die Sättigung rausgenommen und ein bisschen die Helligkeit rausgenommen. Ja. Ja. Ja, wo hat sie das denn hingepackt? Ist ja auch so eine wilde Minecrafterin, die Dame.
Allerdings, also jetzt nicht so eine enge Freundin von mir, sondern die hat mich nur gefragt, hey, Adventure Map, was ist die Idee, was ist denn hier los? Ach, da ist ja noch der Pixelfehler drin, ach, den werde ich irgendwann mal fixen, ach, ist ja lustig, ach, ist ja schön, ach, ist ja toll. Ich habe übrigens wieder meine experimentellen Texturen drin, momentan wirklich das Beta-Pack. Ich bin noch ein bisschen am Modifizieren. Das despawnt nicht, weil da oben so viel Holz drin ist. Oh, Fackeln. Okay, ich habe es, glaube ich, schon gefunden. Sie macht aber keine Let's Plays oder sowas. Wenn hier Fackeln sind, die ich nicht hingestellt habe, dann habe ich doch mal eine Vermutung. Moment. Pam, pam. Hopp. Zum Überleben. Alles Gute. Goldene Hacken, gut für Spawner. Aha. Ah, oh, ah, oha. Also das wird, sie hat gesagt, ich soll mir dann wirklich rausnehmen, nur wenn es dann wirklich Not am Mann ist. Ich werde dann wirklich, falls ich dann irgendwie am Verhungern sein sollte oder Probleme haben sollte, mir davon Gebrauch machen. Ansonsten Pilze. Gut, vielleicht finden wir ja auch noch Pilze. Aber jetzt so für den Anfang gar nicht mal so übel. Feuerresistenz ist natürlich auch nicht schlecht. Aber ich werde mir eine goldene Spitzhacke mitnehmen. Weil wenn sie schon sagte, dass das hier so Spawner-intensiv ist und dass das Adventure deswegen nichts für sie ist, dann... Ich packe mal hier wieder den Stein davor, damit mir niemand was klaut. Nicht wahr, Mr. Pig? Da gehen wir auch noch hin. Ich weiß, ich gehe da auch noch hin. Wie er majestätisch über uns thront. Böse. Ich vermute, dass das Ganze hier in einen gigantischen Krieg ausbrechen wird. Wenn wir hier erstmal gegen diese ganzen Monsterhorden kämpfen. Die Dungeons scheinen wohl hauptsächlich so schwierig zu sein, weil es überall einfach nur Monster gibt. Monster, 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 Monster. Überall nur Monster. Monster! Und wie immer findet ihr die Musik-Playlist von mir in der Videobeschreibung. Und da drüben haben wir diesen sogenannten Gravelstick. Le Gravelstick. Le Gravelstick. Und da geht's dann runter, okay. Aber ich will erst noch gucken, dass ich hier... Da ist nichts runter, okay. Gut, schön. Hier sind wir übrigens in einem anderen Biom, deswegen ist der Himmel so anders. Will ich dort wirklich nach unten? Dungeon 1. Spire Caves. Will ich das wirklich? Kann mir jemand sagen, ob ich das echt möchte? Ist das, war das... Oh Gott. Die Musik passt überhaupt nicht dazu. Lalala, tralalala, lalala. Ich höre schon die ersten Viecher. Hallo? Hallo? Hallöchen. So dunkel da unten. Warum muss das Obsidian sein? Ich glaube, ich mache meine Obsidian-Textur anders. Wo packe ich denn jetzt mal das Steinchen hin? Komm schon. Ich will ja auch wieder hochkommen, vernünftig. Nein! Ah! Verdammte Kacke! Oh, no, 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 no. Da ist ein Creeper-Spawner. Oh, scheiße. Oh, Schande. Oh, Mist, Fackeln. Oh, Mist, da ist ein Creeper-Spawner. So viel zu dem Thema. Nehmen wir mal Fackeln mit, ne? Wollte ich nur mal so erwähnt haben. Und dann ab die Luzi. Ach Gott. Toll. Ja. Begeistert. Moment, so springen, ja. Ich habe mir die Tasten ein bisschen umgelegt. Hopp. La la la. La la la. Wir haben versagt. Wir sind einfach runtergefallen, weil wir es können. Ich glaube, das war keine gute Idee. Gleich in den ersten Dungeon zu gehen. So unvorbereitet, wie wir sind. Wir sind so schlecht dabei. Dieses Spiel schlägt uns zu Brei. Damit ich jetzt wenigstens... Ja, hätte ich vielleicht doch nicht zumachen sollen. Ich will meine Items da unten wieder haben. Wir haben nur noch 5 Minuten, Freunde. Und deswegen, damit ich alles wieder kriege, was ich hier unten mitgekriegt habe, ich glaube, sie hatte recht, dass das vielleicht eine ganz gute Idee wäre, mit diesen Möglichkeiten mir im Notfall für Let's Plays ein paar Sachen hinzulegen. Oh Gott, warum muss da auch ein Creeper-Spawner sein? Nein, das finde ich gar nicht gut. Oh mein Gott.
Feuer. Oh, das ist ja auch nur Feuer. Oh, jetzt ist es weg. Oh, oh.